Hier sehen könnt, war das die Special Edition des Adizero Adios Pro 2 zum Berlin-Marathon. Und außer dem Berlin-Marathon, muss ich kurz mal überlegen, hatte ich den, glaube ich, auch nicht mehr an. Man sieht hier auf jeden Fall noch irgendwie, was auch immer, Reste vom Berliner Asphalt vielleicht, diverse Überbleibsel. Und ansonsten, jetzt muss ich mal schauen, was sieht man denn hier? Klar, wir haben nur hier so ein kleines Kellerabteil, aber ein Teil kann man ja schon mal zeigen. Also dieser Part hier, da stehen halt noch ein paar Schuhe, die ich noch nie benutzt habe oder einmal benutzt habe. Oder die habe ich auf jeden Fall, glaube ich, noch nie benutzt hier. Die Kenner werden wissen, was das ist. Das sind Spikes, ja, Langstrecken-Spikes. Da gibt es aber inzwischen auch schon ein neues Update vom Avanti. Auf das bin ich tatsächlich sehr gespannt. Ansonsten diverse Adizero Pros. Sogar einen alten Adios 5. Und ja, Felix Lieblingsschuh, Dauerlaufschuh fast. Supernova. Gut, wir gehen jetzt hier nicht weiter runter. Wir haben hier noch irgendwelche High Tops. Stan Smith. Alte Yeezys haben wir auch noch. Das war auch mal angesagt. Muss ich aufpassen, dass ihr das nicht hier alles mir entgegenkommt. Guten alten Yeezy 350er. Und dann starten wir in ein Video, was wir noch nicht gemacht haben, was aber schon viele gefragt haben: Was für Schuhe läuft eigentlich ein Marathonläufer regelmäßig im Training? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Wie man wahrscheinlich hier auf den ersten Blick unschwer erkennen kann, geht es heute um Laufschuhe, um meine, wie soll ich sagen, Marathon-Shoe-Rotation Anfang 2022. Ich sage jetzt auch mal Ende 2021. Viele von den Modellen habe ich so auch schon zum Ausgang 2021 verwendet. Es gibt auch einige Updates, die jetzt Anfang 2022 rauskommen, die ich aber deshalb noch nicht groß besprechen werde, weil ich sie selber noch nicht viel gelaufen bin. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir reden nicht länger drum rum, sondern starten direkt rein mit dem ersten Modell. Wir fangen hier mal am von mir aus linken Ende an, die Schuhe zu besprechen. Da sind wir jetzt eher noch in dem Segment Trainingsschuhe, auch Schuhe für lockere Dauerläufe. Und da darf natürlich der Ultra Boost 21 nicht fehlen. Wahrscheinlich unschwer erkennen könnt, der Schuh ist noch sehr, sehr, sehr weiß. Also der ist quasi frisch aus dem Schuhkarton. Den bin ich, glaube ich, erst ein einziges Mal gelaufen. Vorne am anderen Schuh sieht man, da hat er schon ein bisschen Schmutz abbekommen. Das ist aber auch nicht schlimm. Dafür sind die Schuhe ja auch da. Dazu sollen wir sie auch nutzen. Der Ultra Boost ist generell als Modell so ein bisschen, glaube ich, immer noch irgendwie unter Läufern so als Lifestyle-Sneaker verschrien, und das ist eigentlich ein bisschen schade, wird dem Schuh spätestens seit dem 21er-Update in meinen Augen überhaupt nicht gerecht. Gerade mit dem Schuh bin ich im letzten Jahr wirklich viele Kilometer gelaufen. Ich erinnere mich vor allem an die Höhentrainingslager im Sommer in Sestriere. Das war so mein typischer Nachmittags-Dauerlaufschuh, wenn ich nochmal 10, 12 lockere Kilometer drauf hatte, wo ich einfach easy dahin cruisen wollte. Wie ihr seht, die Sohle ist komplett aus Boost-Material, so was bei Adidas auch in der Vergangenheit überwiegend verwendet wurde für die meisten aller Schuhmodelle. Es sieht natürlich vor allem im Rückfußbereich sehr, sehr massiv aus. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit, denn ich werde euch den Schuh jetzt mal ein bisschen von innen zeigen. Ich hoffe, man kann das auf der Kamera erkennen, wenn man ein bisschen näher rangeht. Es ist tatsächlich dieser große Block-Boost-Material so ein bisschen innen ausgestanzt, eingefräst sozusagen. Das heißt, ihr steht in dieser Boost-Sohle schon mit drin, habt dadurch einen sehr, sehr guten Halt und Stabilität, auch wenn ihr jetzt ein bisschen unwegsamere Läufe macht irgendwie im Gelände. Klar, Sestriere haben wir viel auch auf steinigeren Wegen gemacht. Und ist der Vorteil, du merkst einfach, weil der Schuh sehr gut gedämpft ist, nicht viel vom Untergrund. Es ist trotzdem vor allem vorne auch ein Schuh, der so im Vorfußbereich einen relativ guten, wie soll ich sagen, so, du hast einen relativ guten Offset, wenn du jetzt wirklich den Schuh vorne läufst. Also ich habe mit dem Schuh auch
20er so in 3:30 auch schon easy gemacht. Das ist dann für mich aber auch schon ein mittlerer Dauerlauf eher. Und ist für mich einer der wahrscheinlich unterschätztesten Schuhmodelle, sag ich mal, bei Adidas aktuell immer noch. Natürlich kann man den Schuh auch in der Freizeit anziehen, aber es ist auch ein sehr, sehr guter Schuh für überwiegend lockere Läufe. Als Nummer 2 dabei, ja, hier auch schon sehr dirty, wie man sieht. Das Wetter lässt es nicht zu, dass wir jetzt ganz cleane Schuhe haben, zumal die meisten von denen auch mit nach Kenia kommen werden. Das ist der Solar Boost. Der Solar Boost ist ein klassischer, neutraler Trainingsschuh, so ein Bread-and-Butter-Schuh, wie man, glaube ich, in den USA gerne mal sagt. Ich habe jetzt den Solar Boost stellvertretend auch für den Solar Glide genommen. Ich finde, beide Modelle laufen sich zumindest für mich sehr, sehr ähnlich. Ist wahrscheinlich das Modell, beziehungsweise oder im Zusammenspiel mit dem Solar Glide, das Modell, mit dem ich prozentual die wirklich meisten Kilometer in meiner Woche absolviere. Weil ihr dürft ja auch nicht vergessen, im Marathontraining, wenn wir es von Wochenkilometern bis zu 200, 210, 220 Kilometer sprechen, dann ist natürlich trotzdem sind davon 70-75% in einem entspannten GA1-Bereich. Und das ist der Schuh mit dem Solar Glide, der für mich ja, täglich, eigentlich kann man sagen, zum Einsatz kommt, zumindest auch für die Vormittagsläufe, wenn da nichts Spektakuläres draufsteht. Ja, was gibt es noch zu sagen? Boost-Sohle, klar, im Vergleich zum Ultra Boost natürlich wesentlich dünnere Boost-Sohle, relativ gutes atmungsaktives Obermaterial. Du schlüpfst in den Schuh rein, fühlt sich einfach angenehm an. Ja, was vielleicht noch wichtig ist für Leute, deswegen drehen wir mal den Schuh ein bisschen. Ich weiß nicht, ich hoffe, man sieht das. Das habe ich beim Ultra Boost eben vergessen zu sagen. Was bei Adidas Schuhen ja sehr besonders ist, vor allem für Leute, die vielleicht Probleme mit ihrer Ferse oder mit dem Achillessehnenansatz haben, dass sowohl beim Ultra Boost an der Ferse, aber auch hier, ich versuche das mal zu zeigen, diese Ferse, da gibt es keine klassische Fersenkappe. Also ich komme hier mit dem anderen Finger schon durch. Das endet quasi hier. Und das ist sehr weiches Material, sodass da kein Druckschmerz auf die Ferse ausgeübt wird. Ich kenne viele Leute, ich gehöre Gott sei Dank nicht dazu, die Probleme mit sowas haben, aber ich kenne viele Leute, die da lange mit rumlaborieren und sehr, sehr glücklich sind mit Adidas-Schuhen, weil da zumindest viele von den normalen klassischen Dauerlaufschuhen diese Aussparung an der Ferse haben. Dann kommen wir zu einem Schuh, der ist jetzt schon aus dem Adizero-Segment. Adizero, die Kenner werden jetzt wissen, das ist doch bei Adidas aber eigentlich eher das Segment, wo die dynamischeren Schuhe, die Wettkampfschuhe irgendwie verortet sind unter diesem Label. Ich nehme den Schuh jetzt trotzdem schon hier mit rein, weil das für mich, für Fans des alten klassischen Adizero Bostons, ein klassischer Lightweight-Trainer, wie man sagt, also ein Schuh, den ihr vielleicht gerne mal schon für ein Fahrtspiel anzieht, für flottere Dauerläufe, den gibt es ja nicht mehr. Es gibt jetzt einen neuen Boston, das ist das Update Boston 10, zu dem kommen wir gleich. Der hat sich aber sehr, sehr stark verändert zu dem, was der Boston früher war. Und deshalb nehme ich jetzt einen Schuh rein, der, ich glaube, der Name ist natürlich sehr, sehr bekannt, Adizero Adios. Das ist das, was früher der Hauptwettkampfschuh war für Marathon, für Straßenlauf bei Adidas. Im Zuge der ganzen Umstrukturierung und Neuentwicklung, auch was diese Implementierung von Carbon-Elementen anbelangt, ist das ein Schuh, der ohne Carbon geblieben ist. Das ist der Adizero Adios 6. Wenn wir näher rangehen mit der Kamera, werden wir gleich sehen, dass die Sohle sehr anders geworden ist. Weil da fällt euch sofort auf, es ist überhaupt kein Boost-Material mehr in der Sohle, sondern das weißlichere Sohlenmaterial im Mittel- und Rückfußbereich ist Lightstrike und im Vorfußbereich das etwas beigefarbenere Sohlenmaterial ist Lightstrike Pro. Das ist generell das Sohlenmaterial, mit dem auch die neuen Carbon-Schuhe für Marathon versehen sind. Es ist leichter als Boost, es ist ein bisschen reaktiver in der Energierückgabe. Die Sohle ist jetzt klar mit Conti nach wie vor, das ist bei Adidas ja der Klassiker, sage ich jetzt mal. Vor allem sehr, sehr guter Grip auch bei nassen Bedingungen auf der Straße. Ansonsten ist der Adizero Adios 6 ohne Carbon
Und ist trotzdem einer meiner, ja, schon Lieblingsschuhe, sage ich jetzt mal, wenn es darum geht, mal für ein Fahrtspiel einen leichteren Schuh, der ist natürlich sehr viel leichter als die anderen anzuziehen, wo es noch kein Carbon mit drin ist. Es ist für mich, kommt dem alten Boston, Fans, die den vielleicht noch kennen, sehr nahe vom Laufgefühl, weil wie gesagt, der Boston 10 ist sehr, sehr anders, so wie er jetzt ist. Ich sage gleich, was ich davon halte. Aber zu dem kommen wir jetzt. Sehr, sehr dreckiger Schuh. Das ist zu entschuldigen, aber ich habe gestern einen 38 Kilometer Dauerlauf gemacht. Und wir haben in Regensburg aktuell, wenn man jetzt sich abseits des Asphalts bewegt, sehr viel Schnee und Schneematsch. Dementsprechend ist der Schuh ziemlich gezeichnet von meinem Longrun gestern. Das ist jetzt der Boston 10. Fans der alten Bostons muss man ja sagen, der hat jetzt von der Optik mit mit den Vorgängermodellen nicht mehr viel gemeinsam. Also was direkt ins Auge sticht, ist, glaube ich, dass die Sohle einen sehr massiven Aufbau hat. Ne? Dass viel Sohlenmaterial unten, was jetzt für einen dynamischen Schuh erstmal verwunderlich ist, zumindest wenn man noch aus Zeiten kommt wie ich, wo man früher Wettkampfschuhe damit verbunden hat, dass sie sehr, sehr leicht waren und sehr direkt. Man sieht hier wieder hinten und im Mittelfuß, das weiße Sohlenmaterial ist Lightstrike. Hier gibt es allerdings auch eine Lightstrike Pro Sohle, die sich bis hinten durchzieht, aber vor allem im Vorfußbereich ausgedehnt vorhanden ist. Und jetzt drehe ich den Schuh und werde euch gleich mal zeigen, was unten drin ist. Man dürfte jetzt hier wahrscheinlich durchsehen, dass ich glaube, jetzt bei dem Modell sind die Stäbe aus Goldfarben. Ich glaube, drei Stäbe dürfte man wahrscheinlich sehen. Insgesamt sind es fünf. Und da muss man dazu sagen, viele andere Konkurrenzhersteller haben in der Regel ja eine Carbonplatte. Adidas hat sich dann in der Entwicklung zu den Carbonmodellen insofern dagegen entschieden und gesagt, wir wollen lieber fünf Stäbe, die quasi unseren Fußwurzelknochen nachempfunden sind und dadurch der individuellen, wie soll ich sagen, des individuellen Fußauftritts eher gerecht wird, weil jeder tritt ja ein bisschen anders auf. Manche kommen mehr außen, manche kommen mehr innen. Und da unterstützen eben diese Carbonstäbe, die heißen Energy Rods, dementsprechend etwas individueller euren Fußabdruck. Es ist für mich ein Schuh, ich habe es gestern oder habe es gesagt, ich bin gestern mit dem Schuh meinen Longrun gelaufen, der trotz seiner optischen, wie soll ich sagen, seiner Optik mit der vielen Sohle sich sehr dynamisch laufen lässt. Wo du einfach, du kommst hier auf, man sieht es ja auch, er ist ein bisschen hochgezogen, du kommst hier auf, der Schuh rollt dich auf den Vorfuß. Und dann kommen natürlich diese Energy Rods zum Einsatz, zum Tragen, die dich dann halt helfen, den Fuß vom Boden wieder abzudrücken. Ist ein Top-Schuh, wo du halt dann nicht so viel vom Untergrund merkst. Das ist ja generell das Geheimnis, glaube ich, bei den Carbon-Schuhen, für viele zumindest, dass du halt einfach höhere Umfänge in höheren Intensitäten trainieren kannst, ohne dass dein Bewegungsapparat so stark belastet wird, wie das früher der Fall war. Und durch dieses Mehr an Training, was dadurch möglich ist, oder das Verkürzen auch der Regenerationszeit, einfach natürlich auch mehr Leistung häufig generiert wird. Das ist zumindest eine der Theorien, die gegenwärtig ja vorherrschend ist, warum momentan ja auch in den letzten Jahren viele Straßenzeiten sich doch deutlich verbessert haben. Ja, dem einen oder anderen, der vielleicht auch den perfekten biomechanischen Laufschritt hat, helfen auch dann diese Wettkampfschuhe, zu denen wir gleich kommen, im Wettkampf womöglich. Ich sehe aber den viel größeren Vorteil von diesen Schuhen, dass du einfach mehr und härter trainieren kannst und einfach deine Beine nicht so zerschossen sind und du die Regeneration verkürzt und früher wieder den nächsten Reiz setzen kannst. Also Boston 10, auf jeden Fall große Empfehlung, wird sich wirklich anders anfühlen wie die Modelle, die ihr vorher habt, aber ist für mich ein Top-Schuh, um beispielsweise Longruns zu absolvieren, gerade wenn man die vielleicht auch hinten raus ein bisschen progressiv laufen möchte. Jetzt kommen wir zu einem Schuh. Das sind natürlich die Lieblingsschuhe wahrscheinlich von den meisten Marathonläufern oder generell von den Läufern, die wettkampforientiert laufen. Das Flaggschiff momentan sozusagen bei Adidas, was das Thema Wettkampfschuhe anbelangt, der Adi Zero Adios Pro 2. In dem speziellen Colorway für den Berlin-Marathon 2021.
weiß gar nicht, ob es noch zu kaufen gibt, aber gab es zumindest zeitweise limitiert zu kaufen auf der Adidas-Seite. Hier auch, wenn man den Schuh umdreht, sieht man die Carbonstäbe in der Sohle. Was sicherlich auch auffällt, wenn ich den Schuh nochmal zurückdrehe, die komplette Sohle ist jetzt hier Lightstrike Pro. Kein Lightstrike mehr, nur noch Lightstrike Pro. Wie gesagt, ist sehr leicht, sehr gute Dämpfungseigenschaften und sehr gute Energierückstellung. Wir haben hier auch, man sieht das so ein bisschen, so Einkerbungen. Ich drehe den Schuh auch gleich mal. Einkerbungen auch auf dieser Seite, wo einfach nochmal Sohlenmaterial rausgeschnitten wurde, um den Schuh leichter zu machen. Wir sehen hier übrigens auch eine Angabe, 39 mm. Das ist so die Grenze sozusagen des Legalen, was World Athletics für zumindest für Profiläufer definiert hat. 40 mm Stack Height heißt das, also Sohlendicke, sind erlaubt, damit das jetzt nicht einfach auswuchert und dann irgendwann solche Sohlen kommen, sondern man wollte dann irgendwann schon mal Grenzen setzen, in denen man sich bewegen kann. Ist ja im Profisport nicht so ungewöhnlich. Skispringer haben Vorgaben, wie ihre Anzüge auszusehen haben. Formel 1 hat auch Vorgaben, wie schwer ein Auto sein muss. Insofern bin ich da auch ein Freund davon, dass man hier so ein paar Guidelines gesetzt hat. Ja, ich finde, phänomenaler Schuh. Für mich im Einsatz natürlich bei den Wettkämpfen wie Halbmarathon, Marathon, ist für mich auch im Einsatz bei vielen meiner Tempoläufe, bei meinen marathonspezifischen Läufen, ja, meinen schnellen Longruns auch, ist phänomenal, ist natürlich jetzt auch nicht ganz günstig, ist hier in dem Lineup, was ich bisher gezeigt habe, auch mit Abstand der teuerste Schuh. Das ist aber bei anderen Herstellern ja genauso. Ich finde, dass Adidas da bei seinen Top-Modellen sogar noch teilweise in einem guten Mittelfeld liegt im Vergleich zu anderen. Ich müsste jetzt lügen, das ist natürlich als Adidas-Athlet immer ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube, er kostet 220 Euro. Ja, kommt glaube ich hin, 220 Euro. Mein absoluter Lieblingsschuh und phänomenales Laufgefühl. Jetzt möchte vielleicht einige Leute würden jetzt wahrscheinlich denken, dass man nur noch in solchen Schuhen trainieren möchte. Da bin ich aber so, ich finde aus meiner Erfahrung der letzten anderthalb Jahre Erfahrung mit Carbon-Schuhen, ja, macht Sinn. Also keine Frage, man kann mehr und härter trainieren, aber es entlastet natürlich auch ein bisschen den Bewegungsapparat, zumindest funktionell, was auch Wade etc. anbelangt. Und um die nach wie vor spezifisch zu kräftigen, habe ich hier noch ein Modell hier drüben. Ich glaube, man kann es schon sehen, es ist der Takumi Sen 7. Ganz anderer Schuh, ganz anderer Schuhaufbau, das sieht man natürlich auf den ersten Blick. Wir haben hier im hinteren Bereich oder bis mittleren Bereich Lightstrike Pro und im vorderen Bereich tatsächlich noch ein bisschen Boost. Hat diese ja, Shark-Skin-mäßigen Noppen, die vor allem auch auf der Bahn guten Grip geben sollen. Also gibt ja auch viele Läufer, die versuchen, den Einsatz von Spikes zu minimieren, einfach um das Verletzungsrisiko auch zu minimieren. Und hier haben wir dann eben eine sehr gute Alternative, wenn man auf der Bahn einen direkten Schuh möchte, ohne Carbon und ohne Spikes. Und ich nutze den Schuh noch aus einem anderen Grund, weil es ist alles richtig hier. Carbon ist auf jeden Fall ein Vorteil, was das Training anbelangt, für lange Läufe, für intensive Läufe. Es verkürzt auch sicherlich die Regeneration, aber man muss natürlich auch im Klaren werden oder im Klaren sein, dass natürlich gewisse Muskelgruppen nicht mehr so beansprucht werden, wie das sonst der Fall war. Und deshalb mache ich vor allem für die Bergsprint-Einheiten, die ich von meinem Coach ja auch häufiger aufgetragen bekomme, was eine spezifische Art von Krafttraining sozusagen ist, mache ich die in einem sehr, sehr, sehr direkten Schuh, hier wie dem Takumi Sen 7, um eben vor allem die Wade und Achillessehne dabei spezifisch zu kräftigen, deshalb so dünn wie möglich vom Schuh. Und habe da bislang ganz gute Erfahrungen gemacht. Das sind natürlich, wenn wir jetzt reden von Bergsprinzen, das ist bei mir jetzt keine endlosen Einheiten, sondern das ist bei mir, da reden wir dann von irgendwie in der Regel sehr kurzen Bergsprints, irgendwie 60 Meter bis 100 Meter Bergsprints und keine Ahnung, zwischen 8 und 12 Stück. Also das ist jetzt kein Riesenumfang, aber das irgendwie zweimal die Woche circa mit so einem Schuh
zu machen, tut der Wade gut, tut auch ja, auf jeden Fall generell der Kraftausdauerentwicklung gut. Und von dem Schuh gibt es jetzt ein neues Update. Das haben noch nicht viele gesehen. Also inzwischen hat man es auf Instagram gesehen. Ich habe den Schuh aber erst jetzt bekommen und kann deshalb, ich wollte jetzt nicht aus dem Video rausmachen, aber kann noch nicht viel dazu sagen. Das ist natürlich jetzt der Takumi Zen 8, also das große Makeover. Der Schuh, mit dem man ja, sich, glaube ich, aus dem Hause Adidas auch erhofft, über 5 und 10 Kilometer Straße Weltrekorde zu brechen. Unschwer zu erkennen, eine Veränderung zum alten Modell, nämlich mit Carbon, mit Lightstrike Pro, aber, und das können wir auch gleich nochmal zeigen, doch nochmal einen Ticken dünner als beim Adios Pro 2. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hier haben wir 33 mm, hier haben wir 39. Also ein bisschen leichterer, flexiblerer Schuh, der vielleicht auch für enge Kurven etc. ein bisschen besser geeignet ist. Ich habe ihn noch nicht getestet, bin aber natürlich sehr gespannt. Könnte mein Schuh werden, auch für Bahneinheiten, denke ich. Und ich denke, wenn euch das grundsätzlich das Format gefallen hat, dann werden wir das zukünftig gerne mal öfters machen, vielleicht so halbjährlich, weil das wird sich bei mir auch immer wieder ein bisschen verändern, welche Schuhe ich viel laufe, welche Schuhe ich nicht so viel laufe. Gibt ja auch immer neue Entwicklungen aktuell. Auch der Adistar, absoluter Favorite-Schuh von mir. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, das hat euch gefallen. Schaut gerne auch die anderen Videos ein, die wir noch im Nachgang verlinken. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video, womöglich aus Kenia.